Du hast doch gesagt, ich soll irgendwelche tollen Sachen aus dem Bikefitting-Studio berichten. Nennen wir das eine Serie, André? Ja, machen wir. Ja, wir nennen das eine kleine Serie, die wir beginnen. Teil 2 unserer kleinen Bikefitting-Tipps-Serie. Würde ich gar nicht Bikefitting-Tipps nennen. Ich würde euch konkret mal sagen, was meinen wir, wenn wir über eine Sitzhöhe, eine Sattelhöhe reden? Denn oft schreibt euch der Service an oder ich sage das, Mensch, kannst du mir mal sagen, welche Sitzhöhe du hast, welche Sattelhöhe du hast? Und dann messen die Leute eine falsche Höhe. Und das bereinigen wir jetzt mal hier ganz schnell. Was meinen wir, wenn wir wissen wollen, wie hoch sitzt du denn? Ja, wie hoch sitzt du denn, Dan? Ich überlege gerade, ob ich mein Fahrrad nehme oder ob ich das nehme. Entschuldigung, habe zu lange überlegt. Ja, fangen wir mit meinem Fahrrad an. Das steht hier vorne. Ich sitze auf 75 cm Sitzhöhe. Manchmal ein bisschen höher sogar wegen Knieschmerzen. Aber wir gehen jetzt mal von 75 cm aus. Und das ist hier nicht eingestellt. Aber mit Absicht nicht, damit ihr wisst, was will ich jetzt messen. So, kommt mal her. Wo soll ich jetzt eigentlich die 75 cm messen? Und zwar ist es wichtig, dass ihr die Mitte von eurer Welle hier, also wo die Kurbelschraube normalerweise ist, hier hat Camper jetzt keine Schraube, aber vom Zentrum in dem Sitzrohrwinkel, also so hoch messt, und erster Fehler nicht bis da, sondern von hier unten bis da. Also richtig oben drauf. Und viele von euch messen dann von hier Lot hoch nach da. Das ist aber ein anderes Maß. Also, wir wollen es jetzt ja richtig machen. Das heißt, wenn ich jetzt, ihr habt ja zu Hause sicherlich einen Gliedermaßstab, auch gerne mal Zollstock genannt. So, wenn ich das hier in die Mitte grob reinhalte und messe das, ihr seht schon, das ist falsch. Hier, da habe ich 70 cm. Und wenn ich aber nach da gehe, dann seht ihr, da habe ich dann so 72 cm. Also müsste ich jetzt einfach 3 cm höher stellen. Damit ihr das nicht unheimlich oft macht und ein Gefühl dafür kriegt, wie viel habe ich das hochgemacht, gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Klebeband haben. Könnt ihr irgendein Klebeband nehmen? Ihr müsst das nicht machen, aber wenn ihr das jetzt noch ein bisschen genauer machen wollt, dann könnt ihr ja hier so eine kleine Markierung dran setzen und dann muss ja dazwischen 3 cm sein. Naja, also machen wir es jetzt. So. Jetzt löse ich das hier und dann ziehe ich das hier raus. Dann brauche ich das nicht ständig machen, ne? Dann messe ich hier. Ah, das hat noch nicht gereicht. Gut. So, dann machen wir das fest. Machen den Check. Und voilà. 75. Wenn ihr das ständig machen müsstet, weil ihr der Vereins-Sitzhöhenbeauftragte seid, dann gibt es solche Werkzeuge, die kann man dann kaufen. Für den Privatmann macht das eigentlich keinen Sinn, weil die kosten schon einen Euro mehr. Aber hier seht ihr das. Da ist so ein kleiner Piekser, wo ihr reinpieksen könnt in die Kurbel. Und dann könnt ihr hier einfach einstellen, welche Höhe ihr wollt oder im Nachgang messen, welche Höhe ihr denn habt. Machen wir jetzt mal den umgekehrten Weg. Wir wollen es jetzt mal genauer als mit dem Zollstock. Ich piekse das da unten rein, dann habe ich das fixiert und dann fahre ich diesen Arm runter, da drauf. Und dann wüssten wir das genaue Maß. 75,1. Also Zollstock war auch schon ziemlich gut. Aber das ist eher so semi-professionell. In einem Bikefitting-Studio läuft das sowieso elektronisch ab und gar nicht mechanisch. Das kann ich euch mal zeigen. Dafür seht ihr, ist hier ein Gerät, was letztendlich infrarotes Licht in den Raum ballert. Das heißt, in einem Bikefitting-Studio würde es dann so ein Gerät geben hier, voll mit Sensorik. Und dann fährt man im Prinzip die Kontur des Sattels ab. Und dann da, wo diese kleine Spitze ist, da kriegt man dann sofort digital die Anzeige, hey, das ist die und die Höhe. Und das haben wir jetzt hier hinter uns mal vorbereitet, zeige ich euch mal. Das ist so eine klassische Auswertung. Hier seht ihr diese Höhe, die wir gerade besprochen haben. Und dann seht ihr, die Sattelhöhe ist 78,1 mm. Hey Leute, der eine Millimeter soll mir echt schnuppeegal sein. Habt ihr ein bisschen die dickere Hose oder die schmalere Hose oder gar keine Hose? Also der eine Millimeter, den lassen wir mal 5 gerade sein. Also wollen wir 78 cm haben? Hey, ganz einfach, machen wir wieder hier. Ich weiß gar nicht genau, auf welcher Höhe das jetzt eingestellt ist, aber das sieht so aus, als wenn das was werden könnte. Hier seht ihr jetzt eine etwas einfachere Kurbel mit einer klassischen Kurbelschraube. Auch da piekse ich wieder rein, gehe auf den Sattel runter und habe jetzt 79.
Also muss ein Zentimeter weniger werden. Kann ich jetzt einfach nach Auge machen und ihr könnt mich nachher auslachen, wenn das Video zu Ende ist. Ich kann auch einfach hier so ein Ding rankleben und gucken, ob das ein Zentimeter ist. Ne? Seht ihr ungefähr einen Zentimeter? Wir lösen die Schraube hier, die Schelle. Schieben es auf die richtige Höhe. Und dann haben wir da jetzt 78. Ja, den einen, den schummeln wir jetzt weg, der ist egal. Gut, ja, also kriegt ihr von mir die Frage, ihr wollt ein Rad kaufen und ich frage mal so, ja, welche Sitzhöhe hast du denn da so? Jetzt wisst ihr das, was ich damit meine. Und wenn die Jungs aus dem Service anrufen, die wollen genau dieses Maß wissen. In diesem Sinne, jetzt wisst ihr, wie man die Sitzhöhe misst. Tschüss. Viel wichtiger ist ja, wenn man die Sitzhöhe schon kennt, ist er ja der absolute Profi. Du fährst mit deiner Clique nach Mallorca, willst dir da ein Rad leihen und dann kommt der Typ und sagt, ja, welche Sitzhöhe hast du denn? Der clevere Mechaniker fragt ja, welche Sitzhöhe hast du und nicht, welche Rahmenhöhe hast du. Ja? Also, und dann bist du dabei und der André sagt, ich sitze auf 62 cm. Hey. Nein, und dann könnt ihr sagen, ich sitze auf 78 cm und dann wird er wahrscheinlich einen 57er oder 56er Rahmen für euch zaubern. Okay, also, eine Sitzhöhe zu kennen, nicht doof. Jetzt ist aber Schluss hier.